Achso, ihr konntet mich gar nicht lächeln sehen, denn ich hatte ja noch die Maske an. Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Der Sonntag Judica thematisiert also im Kirchenjahr in besonderer Weise Recht und Gerechtigkeit. Also das, was in unserer Welt im Moment mit Füßen getreten wird. Und ganz besonders seit dem 24. Februar, seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Und leider schwurbeln auch bei diesem Thema immer noch viele unserer Geschwister herum, anstatt ein klares Wort für den Frieden und gegen den Krieg zu sagen. Manche versuchen zu beschwichtigen, dass Putin sich ja nur verteidige, weil er Angst habe, dass die Ukraine der NATO beitreten könnte. Und außerdem müsse man ihm doch zugutehalten, dass er auch für christliche Werte kämpfen würde. Ich finde das angesichts des Leids der ukrainischen Bevölkerung unerträglich. Putin ist auch in Tschetschenien und Georgien einmarschiert und hat darüber hinaus dafür gesorgt, dass Assad in Syrien an der Macht bleibt, obwohl keines dieser Länder versucht hat, der NATO beizutreten. Auf der einen Seite haben wir also Russland, beziehungsweise genauer gesagt Putin, der in ein anderes Land einmarschiert, wie schon so viele Male zuvor in andere Länder. Und auf der anderen Seite haben wir die Ukraine, die in null Länder einmarschiert ist. Noch nie. Angesichts dessen ist es einfach Quatsch, auch nur ansatzweise anzudeuten, dass Russland die Ukraine fürchten sollte. Putin war in den letzten Jahrzehnten ein militärischer Aggressor und ein Leidbringer. Und wenn der Westen an irgendetwas schuld ist, dann ist es unsere Gleichgültigkeit. Und als Pastor füge ich hinzu, und unser sorgloses Vertrauen, dass wir die Weltgeschichte auch ohne den lieben Gott regeln könnten. Und was die christlichen Werte angeht, die da immer wieder angeführt werden, dazu muss man doch klar sagen, Putin setzt sowohl muslimische, tschetschenische Kämpfer ein, als auch christliche Söldner aus Syrien. Da geht es nicht um christliche Werte, da geht es einfach nur darum, diesen Angriffskrieg zu gewinnen. Bei Krieg und Mord, ihr Lieben, muss man schon sehr klar sein. Und auch wenn ich letzte Woche in einer Predigt in Kelkheim über die Möglichkeit der Beteiligung von Christen an einem Tyrannenmord gesprochen habe, bliebe auch ein solcher Mord natürlich trotzdem eine Sünde. Und es wäre auch nicht zwangsläufig die Folge davon, dass eine solche Aktion tatsächlich das Leiden der Menschen beendet. Ja, ich finde, man kann solche Überlegungen anstellen, muss aber doch in ihrer Bewertung klar bei den Maßstäben Gottes von Recht und Gerechtigkeit bleiben, wie sie der Sonntag Judica in das Zentrum unserer Aufmerksamkeit stellen möchte. Und diese Maßstäbe haben zunächst einmal etwas damit zu tun, dass die ganze verfahrene weltpolitische Situation so komplex ist, dass sie ohne eine universelle Sicht der Dinge nicht zu lösen ist. Und diese universelle Sicht der Dinge bietet meines Erachtens der allmächtige, allerbarmende und dreieinige Gott an Weihnachten und an Ostern an. Er wurde einer von uns und er ertrug unsere Schmerzen. Nach dem Sonntag Letare, der am vergangenen Sonntag gefeiert wurde, spitzt sich vom Sonntag Judica an, Tobias hat es schon gesagt, die Passionszeit auf das Leiden und Sterben Jesu Christi zu. Tatsächlich beginnt in der alten Zeit die eigentliche Passionszeit heute. Und du hast es schon gesagt, Tobias, früher wurden von heute an bis Ostern die Altartücher, die Altarbilder mit Tüchern verhängt, damit man auch ein Augenfasten machen konnte. Und am liebsten würde man doch in dieser schrecklichen Zeit, in der wir leben, auch alles mit Tüchern verhängen und ein Augenfasten beginnen. Aber das geht nicht in einer Welt, die mittlerweile immer mehr wie ein Leib funktioniert. Da kann eben nicht ein Körperteil zum anderen sagen, ich brauche dich nicht, ich will alleine klarkommen. Und wenn ein Körperteil leidet oder angegriffen wird, dann betrifft das eben alle anderen.
Und da der Name Judika auf Deutsch Richte heißt, dachte ich, passt dazu ganz gut eine Person und eine Geschichte aus dem Buch der Richter. Es geht heute um den beliebten Kindergottesdiensthelden Gideon, der uns allen so lieb und vertraut ist. Allerdings habe ich mal ein wenig tiefer gegraben und werde den beliebten Helden aus Kindertagen heute demontieren. Und am Ende erklären, warum Gideon trotz allem doch noch eine ermutigende Geschichte in dieser Zeit ist, die von Pandemien und Kriegen heimgesucht wird. Die Gideon-Geschichte findet sich im Buch der Richter in den Kapiteln 6 bis 8, wer das mitverfolgen möchte oder später nachlesen will. Die Geschichte beginnt damit, dass das Volk Israel in Richter 6 fern von Gott ist. Sie sind nur noch bloße Namensjuden und versuchen die Geschichte ihrer Welt alleine, ohne Gott, auf die Reihe zu bekommen. Sie beten alles Mögliche an, nur nicht mehr den Gott, der sie aus Ägypten befreit hat. Eine Geschichte, die sie im Übrigen allenfalls noch als ferne Erinnerungen aus Geschichten aus ihrer Kindheit kennen. So, und jetzt sind sie in Not und werden stark von Aggressoren aus ihrer Umgebung bedrängt und das nicht nur einmal, sondern seit 7 Jahren jedes Jahr um die gleiche Zeit. Und was wir seit dem 24. Februar täglich im Fernsehen sehen müssen und was die Flüchtlinge uns direkt erzählen, das kann einen ganz gut in die emotionale Ausgangslage der Gideon-Geschichte versetzen. Es gibt doch so viele alltägliche Situationen, in denen das Eingreifen Gottes dringend benötigt würde. Und so oft passiert gerade dann nichts. Und wir sehnen uns danach, dass einer das endlich mal in die Hand nehmen würde und durchgreift. Kleine Zwischenbemerkung, wenn wir übrigens auf die kürzlichen Anschläge in Israel schauen, dann stockt man spätestens beim Lesen von Richter 6, Vers 4. Der Gazastreifen und die Gegend drumherum spielt auch in der Gideon-Geschichte eine Rolle. Also da, wo heute wieder und immer noch unsägliches Leid von all denen angerichtet wird, die Waffen in den Händen halten, egal auf welcher Seite sie stehen. Doch zurück zur Gideon-Geschichte. Das Volk Israel und mit ihm natürlich auch Gideon als Teil des Volkes hatten Gott verlassen. Aber jetzt in der Notsituation, da geben sie ihm die Schuld für alles, was passiert und sagen, warum hilft uns Gott denn nicht? Und ich habe da so einen schönen Cartoon gesehen, wo jemand mit Jesus zusammensitzt und ihn mit allen möglichen Übeln in der Welt überhäuft. Und Jesus fragt, warum er denn da nichts tun würde. Und Jesus antwortet ganz ruhig und sagt, interessante Frage. Die wollte ich dir auch gerade stellen. Gott schickt dann in Richter 6 einen Propheten, der dem Volk Gottes das erst einmal unter die Nase reibt und einen Zusammenhang herstellt zwischen dem Fehlen von Gottes Hilfe und dem Fehlen einer alltäglichen vertrauten Beziehung zu Gott. Der Name des Propheten wird nicht genannt, er tut nichts zur Sache, weil es bei einem Propheten eigentlich nur um den Inhalt seiner Botschaft geht. Er spricht von Gottes Taten zugunsten seines Volkes in der Vergangenheit. Der Prophet stellt die Treue Gottes dem Ungehorsam des Volkes gegenüber. Das Gute, das Gott für sie getan hatte, hätte Anlass genug dafür sein müssen, ihm treu zu bleiben. Außerdem hatte Gott sie gewarnt, keine anderen Götter zu verehren. Aber, sagt der Prophet, ihr habt seiner Stimme nicht gehorcht. So weit, so schlecht. Doch Gott bleibt dabei nicht stehen, seine Leute einfach nur in den Senkel zu stellen, sondern er beruft eben auch noch einen Befreier, einen, der es in die Hand nehmen wird. Und zwar den kleinsten und ängstlichsten und unbedeutendsten, einen, an den wohl niemand gedacht hätte. Dieser Mann, den Gott ab Vers 11 beruft, ist ein Mann, der Gott also nur aus den alten Geschichten kennt, der Angst hat und der eigentlich gar nicht will. Und erst nach langen Verhandlungen und Einforderungen von Wundern vertreibt Gideon dann in Richter 7 und 8 die Feinde. Dabei bringt er sie fast
alle um. Am Ende sind mehr als 135.000 Menschen tot. Und Gideon lässt die abgeschlagenen Köpfe von midianitischen Kämpfern als Beweis für seinen Sieg herumzeigen. So, wie wir es erst vor ein paar Jahren im Irak bei der ISIS gesehen haben. Und die Anführer der Feinde Sebach und Zalmunna haben Halbmonde als Symbole an den Hälsen ihrer Kamele, was ich ebenfalls für ein durchaus pikantes Detail in dieser Geschichte halte. Und an solchen Stellen in der Bibel denke ich mir übrigens immer, wir Christen sollten doch vielleicht vorsichtiger damit sein, wenn wir so gerne und schnell auf den bösen, gewalttätigen Koran verweisen als Ursache allen Übels. Wir haben in unserem eigenen Buch ebenfalls eine ganze Menge Gewalt, die wir nicht einfach totschweigen können. Und es gibt unter den Christen auch viele, die die Botschaft Gottes gewalttätig auslegen. So wie es solche Leute auch unter den Moslems gibt. Aber es gibt auf beiden Seiten unglaublich viele Menschen, die sich nach Gott sehnen und sich nach Gott auf die Suche machen. Und ich erinnere mich dann immer wieder daran, dass Gott uns versprochen hat, wenn wir ihn von ganzem Herzen suchen, egal aus welcher Richtung wir kommen, dann werden wir ihn finden und dann wird er sich von uns finden lassen. So, und als sei das alles noch nicht genug mit den abgeschnittenen Köpfen, bringt Gideon dazu dann noch in Richter 8 die eigenen Landsleute um, die sich gegen ihn gestellt hatten. Es scheint gerade so, als sei der ängstliche Mann aus Richter 6, Vers 11 plötzlich mit der Waffe in der Hand und dem Erfolg im Rücken wie in einem Blutrausch, weit weg von Gott. Denn Gott ist anders. Gott hatte nämlich in Richter 6 vor allem davon gesprochen, dass Gideon das Volk Israel retten sollte. Das heißt auf Hebräisch Yasha und als Nomen dann Jeshua, also Jesus. Darum geht es Gott in allen Konflikten. Es geht Gott um Rettung, Hilfe und Heil für alle Beteiligten. Ja, der Engel hatte in Vers 16 auch gesagt, Gideon würde die Midianiter wie einen Mann schlagen, auf Hebräisch Nachar. Und das bedeutet tatsächlich auch eine körperliche Auseinandersetzung. Aber doch zunächst einmal einfach nur in dem Sinne, dass er die Feinde vertreiben solle. Von totaler Ausrottung war nie die Rede. Und doch ist es passiert. Das erinnerte mich so an einen Vers aus Jesaja 61, 1-3, dem messianischen Weltrettungsprogramm, das ich ja hier schon zu Gehör gebracht habe. Da heißt es doch extra, dass der Geist Gottes den Messias und in Folge dann auch uns und die anderen Nachfolger Gottes dazu salben, also befähigen würde, einen Tag der Rache für unseren Gott auszurufen. Und auch an anderen Stellen heißt es immer wieder, dass Gott die Rache für sich beansprucht. Ja, warum wohl? Weil wir Menschen es in unserem hilflosen, ängstlichen Zorn immer übertreiben. Wir finden kein Maß. Deswegen brauchen wir Gott und seine Nähe auch in einem solchen Fall. Oder jemanden, der durch den Gott zu uns sprechen kann. Ich veranstalte ja gerade an einer Schule in Kronberg jeden Montag interreligiöse Friedensgebete. Und vor ein paar Wochen kam dann ein kleiner muslimischer Junge aus der 6. Klasse zu mir und wollte auch mitbeten. Und er hatte gesagt, er hat sich mit seiner Mutter schon vorbereitet. Und er wollte erst dafür beten, dass Allah alle Russen tötet. Aber seine Mutter hätte gesagt, das ist eine blöde Idee. Dann hat er gesagt, stimmt, gut, dann bete ich für den Frieden. So hat Gott durch die Mutter zu dem Jungen gesprochen. Aber ich kenne das doch von mir selber ganz genauso. Wenn ich die ganzen Bilder sehe, die im Moment aus der Ukraine kommen, wenn ich die Kinder sehe, die Angst haben, die Menschen, deren Häuser kaputt sind, die fliehen müssen, kein sicheres Zuhause mehr haben, aber überhaupt auch, wenn ich irgendwo Bilder sehe, wie Schwächere von Aggressiveren angegangen werden, eingeschüchtert werden, klein gemacht werden, dann merke ich doch Wut in mir, Zorn. Und ich weiß, wenn ich dann die Mittel hätte, wenn mir jemand dann einen Raketenwerfer in die Hand drücken würde,
eine Armee, uneingeschränkte Befehlsgewalt oder Superkräfte, dann würde ich doch wahrscheinlich mit diesen Bildern im Kopf und dieser Wut im Bauch, ohne lang zu fragen, abdrücken und alles platt machen. Also genau das tun, was Gideon getan hat. Und dann halte ich immer wieder inne und merke, dass mir das auch Angst macht, dass diese Regungen und Gedanken auch in mir drin sind und dass ich prinzipiell dazu fähig wäre. Und deswegen macht mir allein das schon mal Mut, dass Gott diese Geschichte von Gideon in seinem Wort hat drinstehen lassen als Mahnung und Warnung für mich. An Gideons Beispiel kann ich sehen, was passiert, wenn ich mich von Gott entferne und wenn ich dann versuche, Rache bzw. Gerechtigkeit, Aggression in die eigene Hand zu nehmen und es nicht dem Herrn überlasse. Und die Rache dem Herrn zu überlassen, ist im Übrigen ja auch gar nicht so einfach. Das hat nämlich nichts damit zu tun, einfach nur die Hände in den Schoß zu legen und nichts zu tun. Gewaltlosigkeit ist nichts für Weicheier. Gewaltlosigkeit und dem Herrn die Rache zu überlassen, das erfordert Mut und Leidensbereitschaft. Und ich weiß nicht, ob ich von beidem genug habe. Aber ich ahne, dass dies der Weg ist, den uns das Wort Gottes zeigen will und den uns Gott auch durch die Biografie Gideons klar machen will. Und ich höre, wie Gott uns durch die Geschichte Gideons zuruft: Bleibt bei mir, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Bleibt dicht an mir dran, wie die Rebe am Weinstock. Versucht, die Dinge nicht in die eigene Hand zu nehmen. Gideon ist nicht an Gott dran geblieben, er ist an seiner Angst dran geblieben. Sowohl in seinen Zweifeln als auch in seinen Forderungen nach Wundern und dann eben auch in seiner Art und Weise, die kriegerische Auseinandersetzung zu führen. Und direkt nach allem, was er dann doch mit Gott erlebt hatte, verfällt Gideon selber wieder dem Götzendienst. Zuerst denkt man ja in Richter 8, Vers 23, cool, der Gideon, der lehnt es ab, König von Israel zu werden und erinnert die Menschen daran, dass Gott allein König seines Volkes ist. Aber dann direkt einen Vers später, in Vers 24, erbittet er sich von den Leuten 1700 Schekel Gold. Das sind circa 20 Kilogramm. Das wären nach heutigem Kurswert circa 1,2 Millionen Euro. Und dann macht sich Gideon von diesem Gold nach all den erlebten Wundern mit Gott eine Götzenstatue, die er bei sich zu Hause aufstellt. Also genau da, wo als ersten Auftrag Gottes die Götzenstatue seines Vaters niedergerissen hatte. Und jetzt macht er dasselbe. Und alle Israeliten kommen dahin und treiben wieder Götzendienst. Niemand erweist im Übrigen in der Folge Gideon und seiner Familie in irgendeiner Weise Dankbarkeit. Und nach Gideons Tod bringt sein Sohn Abimelech mit einer Bande ehrloser und leichtfertiger Söldner, die er sich gekauft hatte, in Richter 9, Vers 5, alle seine 70 Brüder und den Rest der Familie um und lässt sich zum König ausrufen. Hammer, oder? Das heißt, der Spannungsbogen dieser Geschichte ist also, das Volk Gottes ist fern von Gott. Gott beruft einen Mann aus ihrer Mitte, um sie zu retten. Der tötet im Rausch alles, was sich ihm entgegenstellt, fällt dann selber wieder von Gott ab und am Schluss ist das Volk Gottes wieder fern von Gott. So wird das im Kindergottesdienst natürlich nicht erzählt. Die Geschichte von Gideon, dem gottlosen Schlächter von Gaza. Aber so steht es geschrieben. Was an Gideons Biografie könnte für uns in dieser Zeit also ermutigend sein? Seine Angst, seine Unverfrorenheit im Fordern von Zeichen, sein Gehorsam, seine Überwindung. Gott gibt Gideon zwar eine Chance, aber er vermasselt sie ja dann doch im Endeffekt. Was ist an Gideon also in all dem Chaos seiner Geschichte mutmachend? Und ihr habt es euch gedacht, ich denke, es sind fünf Dinge, die zumindest mir persönlich in der Vorbereitung Mut gemacht haben und warum Gideon doch ein Kindergottesdienstheld bleiben kann. Erstens, Gott beruft nicht nur Heilige, Fromme, Erfolgreiche, sondern er beruft auch Menschen, die fern von Gott sind. Er beruft Ängstliche, Unvollkommene, Menschen, bei denen Hopfen und Malz verloren erscheint.
Und wenn das so ist, und das lesen wir hier bei Gideon, wenn das so ist, dann finde ich, ist für uns alle noch eine ganze Menge drin. Wenn Gott es mit Gideon tun kann, dann kann er es auch mit uns tun. Gerade wenn die Lage aussichtslos erscheint. Da, wo du wohnst, da, wo du gerade deine Angst auslebst, da kann Gott dir begegnen und dich berufen, den ganzen Schlamassel zu verändern. Gott nimmt Gideon, dich und mich, trotz unserer Schwächen. Und er tut eine Menge Wunder durch uns und auch trotz uns. Zweitens, wenn Gott dich beruft, dann trau dich ruhig auch mal, ein Zeichen zu fordern. Zu fragen, ob das wirklich Gott gewesen ist. Ich weiß, wir bekommen ja normalerweise eher gepredigt, dass wir vertrauen sollen, dass wir gehorsam sein sollen. Im Glauben liegt es und nicht im Schauen. Aber mal ehrlich, so tief in mir drin wäre es mir doch schon recht, wenn ich so ein klares Bestätigungszeichen von Gott hätte für irgendwas, für was auch immer. Das beruhigt einen doch, auch wenn die Anfechtungen kommen. Also mir helfen meine prophetischen Worte, die ich von Gott bekommen habe, immer wieder und immer noch, mich nach Gott auszustrecken und ein Gefühl dafür zu bekommen, ob ich noch auf dem richtigen Weg bin. Und was ich so ermutigend an der Gideon-Geschichte finde, ist, Gott wird noch nicht mal sauer, wenn du von ihm ein Zeichen forderst. Und er wird noch nicht mal sauer, wenn du ihm beim ersten, zweiten, dritten Mal nicht glaubst, sondern immer wieder ein Zeichen von ihm haben willst. Und auch wenn du nicht immer solche Zeichen wie Gideon bekommen wirst, fragen kannst du, fragen dürfen wir. Drittens schließlich ermutigt mich, dass Gott zu Gideon sagt, geh in deiner Kraft. Das hebräische Wort Koach meint alles an Befähigungen, Anlagen und Kräften, die Gott in dich hineingeschaffen hat. Das bedeutet, was du an Fähigkeiten in dir hast, wenn Gott dich berufen hat, reicht aus, um es zu tun. Gideon war ein Bauer. Vielleicht hätte er ein Bauer bleiben sollen. Er versuchte sich als Soldat. Vielleicht war das der Fehler, dass er sich als etwas versucht hat, was nicht in ihm angelegt war. Wen Gott beruft, den qualifiziert er auch. Ja, er hat es schon getan und er hat für jeden eine ganz bestimmte Aufgabe, die mit dem zusammenhängt, was er in uns angelegt hat. Viertens, die Geschichte von Gideon ist eine Warnung an uns, wie man es nicht machen sollte. Und auch das macht Mut, eben aufzupassen und es anders zu machen. Wenn Gott dich beruft und du Erfolg hast, so wie Gideon, dann achte ganz besonders auf dich. Das könnte zum Beispiel eine Lehre aus der Gideon-Geschichte sein. Zieh dich zurück, wenn du Erfolg hast. Suche Gott beständig, gib ihm allein die Ehre. Und dann erzähle beständig auch von deinen Ängsten und Schwächen und Misserfolgen und wie Gott dich daraus rettet. Ansonsten gerätst du vielleicht wie Gideon in einen Erfolgsrausch und du überziehst gnadenlos. Menschen, die erfolgreich etwas bekämpft haben, scheinen doch immer in der Gefahr zu stehen, unbarmherzig anderen gegenüber zu werden, die noch in demselben Kampf stehen. Wenn du Erfolg hast, bleib also an Gott dran. Denk nicht, ach, ich weiß schon, wie das geht und was Gott will. Achte genau auf das, was Gott will. Manchmal ist schon die Formulierung allein wichtig. Was hat er denn genau gesagt, als er zu mir geredet hat? Wie passt das mit dem Rest seines Wortes zusammen? Und überlass ihm vor allem auch deine Rachegelüste, deine begrenzte Sicht der Dinge. Und fünftens schließlich, Gott lässt so eine chaotische Geschichte in seinem Buch drinstehen, um uns zu sagen, Leute, ich weiß, was geht. Ich weiß, wie es ist. Ihr könnt mir kein X für ein U vormachen. Ich bin einer von euch geworden und ich kenne euren Schmerz. Die Bibel ist kein aalglattes Erfolgsbuch, sondern sie ist das Leben in seiner ganzen Bandbreite. Und zwar so, wie es ist, das Leben hier auf der Erde in einer gottfernen Umgebung.
Und ich lerne daraus, wenn Gott das so macht, Mann, dann kann ich das doch auch so machen. Dann kann ich doch auch von meinen Misserfolgen erzählen und Gott damit vielleicht mehr Ehre geben, als wenn ich dauernd krampfhaft bemüht bin, Gott zu verteidigen und ihn gut aussehen zu lassen. In dieser Hinsicht hat mich das Zeugnis von jemandem aus dem Team von John Wimber damals in den 90er Jahren sehr stark beeindruckt, bis heute. Ein Universitätsprofessor, der sich bekehrt hatte und danach von einem seiner brillantesten Studenten ins Kreuzverhör über die ganze Sache mit Jesus genommen wurde. Und Brent Rue, so hieß dieser Professor, hat Gott nicht besser aussehen lassen, sondern einfach nur sein Herz sprechen lassen, in aller Offenheit und Ehrlichkeit. Und auf 90% aller Fragen des Studenten gesagt, ich weiß es nicht. Nach dem Gespräch sagte der Student zu seinem Professor, Sie haben offensichtlich keine Ahnung von dem, wozu Sie sich bekehrt haben. Aber was auch immer es ist, ich will es unbedingt haben. Ihr Lieben, ich glaube, den verloren gegangenen universellen Überblick über das Leben an sich und damit auch das weltpolitische Geschehen, den gibt uns Jesus durch seinen Tod am Kreuz zurück. Also das, was wir gerade im Verlauf des Kirchenjahres besonders bedenken, um noch einmal an den Anfang der Predigt anzuknüpfen und den Sonntag Judika. Jesus ist Gottes Gerechtigkeit in seiner Menschwerdung, seinem Leben, seinem Leiden und Sterben und in seiner Auferstehung, nach der er in den Himmel aufgefahren ist und zur Rechten Gottes sitzt, von wo aus er den universellen Überblick hat. Und daran will er uns Anteil geben. Es gibt kein Anleitungsbuch, mit dem wir alles wüssten, sondern nur in der lebendigen Beziehung mit ihm gibt er uns Anteil daran, an seinem Überblick über die Geschichte, so weit wie es für uns notwendig ist. Der Sinn unseres Lebens liegt nicht darin, durch eigene Bemühungen und Anstrengungen Gerechtigkeit zu erlangen, beziehungsweise einen Überblick über das Geschehen, dass wir genau Bescheid wüssten. Sondern Gerechtigkeit bewirkt Jesus in uns, indem er in uns lebt. Er lebt in uns und in der Verbindung mit ihm verändert er unsere Wahrnehmung, unser Denken und unser Handeln. Denn er ist ja, wie es in Hebräer 12, Vers 2 heißt, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und wenn alle Beteiligten einer verfahrenen, verkorksten Situation zugeben würden, dass sie eigentlich schwach sind, den universellen Überblick nicht haben, auch Fehler gemacht haben, dann würde es vielleicht auch leichter fallen, sich aus einem Konflikt wieder zurückzuziehen und ihn nicht bis zum für alle Beteiligten desaströsen Ende ausfechten zu müssen. Diese Hoffnung habe ich immer noch für die Ukraine, für Russland und auch für uns. Amen. Und so lasst uns gemeinsam das singen, was Jesus für uns getan hat. Für mich gingst du nach Golgatha.